Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Angestellt und Vorgespielt. Ich stelle heute mal Monster Sanctuary an und spiele euch ein bisschen was vor, nämlich meistens Skill. Dieses coole Spiel habe ich in meiner Freundesliste gefunden. Da hat nämlich der Wimmelcass, ja, da könnt ihr auch mal auf Twitch gehen, der hat da einen coolen YouTube, der hat auf Twitch einen coolen YouTube-Account. Nein, andersrum, der hat auf Twitch einen Account, das streamt er manchmal. Ja, der hat das jedenfalls gespielt. Ich habe mir das mal angeguckt und dachte, hey, Momentchen mal, das gefällt mir aber auch. Und das ist doch mal ein würdiges Spiel, in einer kleinen Reihe angespielt zu werden. Also, angestellt und vorgespielt, heute Monster Sanctuary, die ersten 45 Minuten im Spiel gucken wir uns an. Wir machen ein neues Spiel und wir machen einen leeren Spielstand. Männlich, weiblich, männlich, weiblich. Wir sind männlich, ist ja kein Problem. Benenne deinen Charakter. Mein Charakter, den nennen wir mal. Wie nennen wir uns denn? Wir nennen uns heute mal Malik. Fragt mich nicht, wie ich darauf komme, aber. Malik. Oh, nein. Was ist denn das hier? Okay, mit dem Steuerkreuz geht es ein bisschen besser als mit den. Wir nennen uns Malik, so, wie auch immer. Malik als Namen wählen? Jawoll. Auf geht's. Ich bin sehr gespannt. Die Monsterzuflucht ist ein Land weit abseits von der menschlichen Zivilisation. Muss ich hier drücken oder kommt hier was? Ich muss nicht drücken. Auch wenn wilde Monster für Menschen gefährlich sind, sind Monster, die von ihnen aufgezogen wurden, ihren Besitzern treu ergeben. Die meisten Bewohner der Monsterzuflucht leben in der Festung der Hüter. Viele von ihnen lernen, wie man Monster aufzieht und trainiert. Sie nennen sich Monsterhüter. Ja, ich will ein Monsterhüter sein. Cool. Wähle den Begleiter deiner Blutlinie. Was? Spektralwolf. Angriffe Wasser und Wind. Nee, hier was mit Feuer ist doch cool. Feuer und Wind. Er hat auch einen mehr. Der verliert eine Verteidigung und kriegt dafür aber irgendwie 3 Punkte mehr. Ach nee, da oben sind dann Angriff und Magie, ist ein bisschen höher. Das finde ich schon mal gut. Die Kröte, Erde und Wasser. Was haben wir hier noch? Feuer und Erde. Auch schön, der Spektrallöwe. Ich weiß es jetzt nicht. Also Löwe oder Adler. Wir nehmen mal Adler. Ja, weiß auch nicht genau. Als Begleiter wählen, ja, machen wir mal. Keine Ahnung, was das bedeutet. Unter den angesehensten Monsterhütern gibt es 4 berühmte alte Blutlinien, deren Geschichte eng mit der Monsterzuflucht verknüpft ist. Jede dieser Blutlinien hat einen Spektralbegleiter an ihrer Seite. Diese Begleiter sind Beschützer jener Familien. Sie altern nicht und werden von einem Hüter zum anderen weitergegeben. Ach, das sind wir also. Malik macht gerade die ersten Schritte auf dem Weg, ein Monsterhüter zu werden, wie seine Vorfahren es waren. Wie alle Monsterhüter beginnt auch er seine Reise auf dem Hüterweg. Okay. Der Begleiter seiner Familie ist ein Spektraladler. Das hatten wir ja gerade alles eingegeben, aber es ist schön, dass du es nochmal so erwähnst. Benenne deinen Begleiter. Okay, mein Begleiter heißt natürlich, so wie er auch aussieht. Oh ne, warte mal. So. Der sieht ja aus wie ein Phönix, also nennen wir ihn auch Phönix. Da. Die Musik ist schon mal schön. Ich hoffe, dass es nicht zu aufdringlich ist. Phönix. Ja, das ist schön. Also, Malik und Phönix als Namen wählen, jawohl. Go for it. So, Monster sind äußerst unbändig. Ich helfe dir nur, weil ich diese Verbindung mit deiner Familie eingegangen bin. Okay. Ich drücke mal auf Weiter, ja. Die meisten Monster werden weitaus weniger bereit sein, dir zu helfen. Deswegen musst du deine eigenen Monster großziehen, dann wachsen sie an deiner Seite auf und werden für dich kämpfen, so wie ich. Die Loyalität eines Monsters gewinnst du am leichtesten dadurch, dass du es selbst ausbrütest. Natürlich wirst du kämpfen müssen, um an die Eier der Monster heranzukommen. Sieh dir den Blob da drüben an. Welchen Blob? Ach, da ist der Blob. Okay. Alles klar.
Phoenix. Löse einen Kampf aus, indem du deinen Gegner berührst. Wir werden sehen, ob du dich deiner Vorfahren würdig erweist. Oh ja. Okay, wir können uns bewegen. Wir können springen. Können wir... Was ist das? Oh. Oh, warte mal. Komm wieder hoch, komm. Zieh mich doch da hoch. Hast du gesagt, ich bin fett oder was? Na gut, was haben wir sonst noch? Also springen geht mit der A-Taste, mit B-Taste geht nix. Das ist dann das X und mit Y. Oh, okay. Das schalten wir nochmal aus, als hätten wir es nicht gesehen. Okay, wir haben null Schlüssel, wir haben eine Minimap und sonst haben wir nichts. Wir lösen jetzt den Kampf aus, würde ich sagen. Ach komm schon, das muss doch gehen. Hey, komm. Oh, das geht bestimmt hier lang. Okay. Gut, wir lösen mal den Kampf aus mit dem Blob. Oder auch nicht. Oder auch doch. What the heck? Okay, die Musik ist auf jeden Fall schon mal wild und möchte runter reduziert werden. Kampf beginnen. Spielanzug. Warte mal, können wir nochmal ganz kurz hier die... Können wir nicht? Das ist ja übel. Okay, ich hoffe, dass es jetzt nicht so aufdringlich ist. Also, wir können hier oben offensichtlich drei... Angriffe wählen, haben unten immer den Explosionsschaden, haben den Blitzschlagschaden, 3x60 macht 180 und jetzt mal 150. Dann nehmen wir doch den etwas größeren physischen Schaden, oder nicht? Und das wird hier eingeblendet, wenn ich angreife, den Block. Ja, hau rein. Okay. Dann kann der Blitz, der schießt zurück. Spielanzug nochmal das Ganze. Oben seht ihr auch unter dem Phoenix 74. Das scheint unsere Mana-Leiste zu sein. Wir haben ja gerade gesehen, dass er gegen den Blitzschlag allergisch ist. Also hier Schwäche. Ist ja dieses Zeichen. Ich würde es euch gerne zeigen, aber das seht ihr ja nicht. Das ist Wind. Das gleiche wie euer Angriff. Ja, mach weg. 41. Er kriegt 41 HP wieder. Ne, er kriegt. Mehr als genug. Und wir machen auf jeden Fall gewonnen. Drei Züge. Macht drei Sterne, das ist ja bedauerlich. Oh, und wir kriegen was. Belohnung. Blob-Ei. Kleiner Trank. Kupfer. Okay, wofür man auch den braucht. Und Erfahrungsbelohnung 8. Also meiner steigt auch auf. Okay. Na, schau mal an. Du hast ein Blob-Ei erhalten. Das musst du jetzt ausbrüten. Öffne das Inventarmenü und probier es aus. Y ist Menü. Ah, da waren wir ja schon. Ich möchte übrigens nochmal sagen, dass das... Lass uns mal ganz kurz hier die Musik nochmal ändern. Das mit dem Audio hier. Alternatives Kampfthema aus. Das ist doch super stressig, oder? Jetzt mal ernsthaft. Okay, lassen wir das mal aus. Bleiben wir mal bei dieser schönen Hintergrundmusik. Nicht so viel Stress hier. Schauen wir mal ins Inventar. Da sehen wir ein Blob-Ei. Wird verbraucht, um Folgendes auszubrüten. Ein Blob. Ei ausbrüten, um Folgendes zu halten. Jawohl. Es erinnert mich ein bisschen an Pokémon und ich muss gestehen, ich habe noch nie Pokémon gespielt. Neuer bester Freund. Errungenschaft freigeschaltet. Huhu, Blob ausgebrütet. Wir nennen ihn... Oh weia, wie nennen wir ihn denn? Wir nennen ihn Bobby. Bobby der Blob. Ist doch klar, oder? Ich meine... Bobby der Blob. Wir hören ihn auch Blobby nennen. Ja, nennen wir ihn Blobby. So viel Zeit muss sein. Ja, wenn das Spiel schon sagt, man kann hier Sachen benennen, dann sollte man das auch ordentlich tun. So, das ist es dann schon. Verbrauchbares, was haben wir da sonst noch? Nahrung im Kampf verbrauchbares. Phönix-Tränke, kleiner Trank. Wir sammeln die mal in Herstellungsmaterial, in Kupfer. Gewöhnliches Verbesserungsmaterial, Level 1. Okay, Monsterhüter. Monsterhüterkleidung, ich glaube, das sind meine Kleidung, ne? Okay. So, Team. Wir gehen mal weiter, mal gucken, was will uns der Phoenix noch beibringen. Wo ist denn jetzt Blob? Gebirgsfahrt. Oh. Oh, shit. Jetzt bin ich genau da reingejumpt. Ah ja, und offensichtlich kämpfe ich gleich gegen beide. Und jetzt kann ich hier nochmal sehen, ich weiß nicht, kann ich mit meiner Maus da drauf zeigen? Ah ja, hier, guck mal, ihr seht die Maus, der hat, ich nehme mal an, eine Schwäche gegen Wind und der hat auch eine Schwäche gegen Wind. Ich meine, die haben natürlich gleich die gleichen Schwächen. So, ich nehme mal den Mauszeiger weg und
beginne mal den Kampf. Muss ich jetzt... Kämpfe ich jetzt mit beiden? Oh ja. Ach, Blobby fängt an. Das ist ja schön. Okay, der hat Arcana Blitz. Der macht neutralen, magischen neutralen Schaden. Oder heilen. Heilt das Ziel um 4x60 plus 20% Magie. Okay, dann machen wir mal Blobby. Greifst du einfach mal an. Hier den ersten einfach. Ja, mehr kann ich auch nicht, ne? So, jetzt machen wir natürlich diesen hier. Der macht 3x60, der macht 6x50. Der macht halt mehr Schaden, aber tot kriegen wir ihn trotzdem nicht. Schade auch. Ach komm, so ein bisschen hat nur gefehlt. Zeigen die sich, die Schnitzel da vorne? Blasenexplosion. Wieso kann mein Blobby das nicht? Wieso kann mein Blobby das nicht? Das ist ja verrückt. 4x40. Aber der geht immer noch nicht drauf, ne? So, Federsturm. Machen wir mal hier den Blitzschlag nochmal. Okay, dann machen wir den einen mal weg. Das ist ja ärgerlich. Zählt auch ein Kombo-Zähler da oben links. Schaden 135. Je höher die Kombo, desto mehr Schaden mache ich. Aber dummerweise mache ich immer am Ende. Ist die Kombo irgendwie wieder 0. Kann mir das mal jemand erklären, bitte? Danke. 6x25. Na gut, machen wir mal weiter. Oh, ein Crit dabei. Eieiei. Wäre natürlich nice gewesen, wenn das einfach direkt passiert wäre. Jetzt machen wir ihn weg. Ich glaube, das war nicht so günstig. Wir haben bei dem ersten Kampf die Bewertung so ein bisschen schnell weggedrückt. Gucken wir uns die nochmal ein bisschen genauer an. 3 Sterne immer nur. Das ist ja schade. Kampfdauer 4 Züge. Tja, wir sind halt auch nicht so richtig stark. Gesundheit 90%. Buffs, Debuffs, Umsetzung. Chance auf seltene Beute 40%. Goldbonus 120%. So, wir kriegen ein bisschen Gold und Kupfer. Gewöhnlich. Erfahrungsbelohnung, ja, wundervoll. 16. Jeder kriegt 16, richtig? Cool. So, je nachdem, wie effektiv deine Kampfstrategie war, erhältst du eine Bewertung von 1 in Form von 1 bis 5 Sternen. Wenn du dir eine bessere Bewertung verdient hast, erhöht das deine Chance auf bessere Funde, wie beispielsweise Monster-Eier. Gut, aber den Blob hatte ich ja schon. Hui! Hui, was ist das hier? Benutzen. Hüterweg. Junger Hüter, dies ist der Beginn des Hüterweges, denn alles, die Menschen, die Monster und die Zuflucht, hat seinen Anfang. Okay. Das sah jetzt kurz aus, als wäre das so ein Teleporter oder sowas. Oh, was ist das? Ein neuer Gegner? 2 neue Gegner? Dann mal ran an den Speck. So, was haben wir denn? Die sind jetzt beide irgendwie Feuer. Rocky, weil er ein Stein ist? Ernsthaft? Und die Magma-Raupe? Die Magma-Raupe mag kein Wasser und Rocky mag kein Feuer. Glaube ich zumindest. Wir gucken uns das nochmal an. Wir starten mit dem arkanen Blitz und zwar auf die Magma-Raupe. Schwäche ist Wasser, ja genau. Und Widerstand gegen Feuer. Klar, natürlich, weil... Naja, ihr seht schon. So, jetzt haben wir ein 4er-Kombo. Momentan ist irgendwie das Sinnvollste tatsächlich, das immer gut zu machen, wenn wir die nicht richtig vollkriegen dann. Ne? Okay, okay. Was? Mein Phönix hat Verbrennung? Was ist denn? Okay, wir haben uns. Ist das gescriptet? Müssen wir hier sterben? So, wir machen 4x40% magischer Schaden neutral. Vier Treffer, Schaden plus 20%. So, und der ist aber jetzt Schwäche gegen Feuer. Deswegen hauen wir ihm da jetzt mit dem Feuer einen drauf. Ja. Es wird auch nochmal angezeigt durch den roten Pfeil nach oben. Ich finde, der rote Pfeil nach oben ist ein bisschen verwirrend. 124 Schaden. 35. Was macht er? Au, 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 au. Arcana Blitz. Oder heilen.
Ne, wir machen die erstmal weg. Wir haben noch nicht so viel Erfahrung. Machen die mal besser weg. So, weg mit dir. Wie schön, wie die sich mal wegteleportieren dann. Sehr gut. Vier Sterne. Ach komm, was ist denn das? 3 Züge. Ach, die Gesundheit hat wahrscheinlich reingekickt, ne? Baumwolle. Wer hat kein Ei gefunden? Levelpunkt, Skillpunkt. Okay. Durch die Erfahrung, die deine Monster im Kampf gewinnen, steigt ihr Level. Dadurch erhalten sie neue Skills. Du solltest dir den Skillbaum im Skillmenü mal ansehen. Das freut immer jeden Zuschauer. Das ist definitiv so. Das freut immer jeden Zuschauer. Hier mal runter. Eine Kiste. Looten. Öffnen. Zestus erhalten. Das ist eine Waffe. 30 Dings, 30 Bums. Physischen Schaden und magischen Schaden wahrscheinlich. Und Verteidigung 15. Kriege ich dazu keine... Was ist das denn? Wer bist du denn? Was ist das denn hier? Das ist doch... Also, das ist doch Geheimraum. Mir als alten Computerspieler kann man doch nichts vormachen. Das ist doch ein Geheimraum. Hallo. Du bist noch ein recht neuer Monsterhüter, stimmt's? Hast du schon Ausrüstung für deine Monster gefunden? Du kannst deine Monster durch Ausrüstung stärker machen. Lass mich raten. Hier ist Ausrüstung drin, ein Kunai. Oh, Mana-Regeneration plus 12. Okay, das heißt, wir können jetzt hier in die Ausrüstung gehen. Und unseren Phönix, vielleicht... Oh, guck mal, er hat einen Stock. Können wir ihm was anderes geben? Ja, wir könnten ihm... Kunai... Mana-Regeneration geben. Achso, wir können ihm nur eine Waffe geben, ist ja klar. Eine Schadensverringerung wahrscheinlich. Oder Mana-Regeneration. Dann geben wir ihm das Kunai mit einer Mana-Regeneration, finde ich irgendwie besser. Was haben wir hier noch? Accessoires? Da habe ich leider keins gefunden. Aber dann können wir Blobby ja auch noch was geben. Der muss ja auch nicht mit einem Stock leben. Der kann ja auch noch mal ein paar... Ja, guck mal hier. Der kann auch mal richtig hier mit dem Zestus einen raushauen. Auch der hat wahrscheinlich keine Accessoires. Ne? Okay. Skills gucken wir uns auch an. Weil der hat ja hier noch einen Skillpunkt. Ach du heilige Bimbam. Okay, alles klar. Was haben wir denn da? Explosion. Einmal 220 physischer Schaden. Feuer. Können wir das hier skillen? Nicht erlernen, wäre schon gelernt. Ah, okay. Wir haben einen Skillpunkt. Und den können wir jetzt hier reinsetzen. Angriff plus. Verbessert Angriff. Wertung um 1. Erhöht Angriff um 6. Was heißt denn das? Also machen wir mehr Angriffsschaden wahrscheinlich, ne? Ah, es kostet auch mehr Mana. Guck mal hier, Level 1 kostet 50, Level 2 kostet 80. Aber jetzt haben wir ja auch Mana-Regeneration bekommen, ne? 55, okay. Und hier haben wir das gleiche nochmal. Verbessert die Magiewertung um... Achso, was war das hier? Crit-Chance 5%. Aktuell haben wir 10%. Was haben wir denn hier? Die Buff-Info. Zu Kampfbeginn wird einem zufälligen Gegner Schock. Debuff zugefügt. Oh. Auch nicht schlecht. Zu Kampfbeginn wird ein Schild in Höhe von 100% des Angriffs- und Magiewertes zugefügt. Auch nicht schlecht. Verbessert Mana-Wertung um 1. Erhöht Mana um 7. Erhöht Mana-Regeneration um 4. Eider Daus. Was haben wir hier noch? Das haben wir noch nicht gelernt. Macht. Verleiht dem gesamten Team Macht. Jetzt gucken wir uns mal an, was das macht. Physische Skills verursachen 20% mehr Schaden. Alter Falter. Okay, Phoenix. Tja, was machen wir jetzt? Also ich finde... warte mal, das hier war richtig gut. Andererseits hier mehr Schaden raushauen, um eine bessere Wertung zu kriegen, finde ich schon wichtig. Warte mal, was war denn das hier? Von 45 auf 80. Da kommen wir auf 240. 3x 80. Wind. Da hatten wir mit den... Ja, wir nehmen das mal. Ja. Oh, das war jetzt unspektakulär. Okay, das war wirklich unspektakulär. Monsterwechsel. Lobby hat leider keinen Skillpunkt. Also kein Skill für dich. Speichern und verlassen. Status Team. Nee, alles gut soweit. Nein! Komm schon, ich will da hoch. Ja, noch eine Kiste. Öffnen wir. Fell. Verteidigung 12, Gesundheit 110. Ja, krass. Oh,
Da war ich schon. Okay, was möchtest du mir sagen? Hallo Hüterkollege, wusstest du, dass jedes deiner Monster eine besondere Fähigkeit hat? Du kannst die Fähigkeit deines Begleiters nutzen, um zu der Truhe da oben zu fliegen. Monsterfähigkeit einsetzen. Ja, das hatte ich ja schon. Ja. Guck, haben wir schon geschafft. Ach, ist ja krass. Was hätten wir denn wohl bekommen, wenn wir jetzt den Löwen genommen hätten? Kann der auch fliegen oder mich da hochschieben oder schießen oder wie auch immer? Ui, okay, auf geht's. Neuer Kampf. Bams, wer ist das denn hier? Adli? Vaero. Okay, keine Ahnung, was das bedeutet. Wir werden uns Vaero mal schnappen. Macht vielleicht Sinn, sich die am Anfang mal anzugucken, ne? Gut, heilen brauchen wir nicht. Gucken wir doch mal. Der ist schwach. Naja, den kennen wir ja schon. Und der hat Erde, eine Erdeschwäche. Und widersteht aber dem Wind. Dann fangen wir mal mit ihm hier an. Vier Treffer. Und jetzt werden wir den natürlich wie immer wegmoschen. Ach, super, dass wir den Blitzschlag. Ah, super, dass wir den Blitzschlag geskillt haben. Dann ist der nämlich einfach schneller weg. So, was macht der jetzt? Der hat sich gebufft oder sowas. Ja, ich sag mal, wir können jetzt eh gerade nichts anderes machen, als uns hier mal. Der widersteht auf jeden Fall Wind, das heißt, wir müssen mit Feuer angreifen. Wir haben ja gerade nicht so viel mehr zu bieten. Was ist das denn hier? Level auswählen. Blitzschlag. Ach so, können wir gar nicht. Ach, guck mal. Das sortiert automatisch das Level des jeweiligen Skills. Das ist ja super. So, wenn wir jetzt den Crit machen, ist er tot. Nope. Nein. Okay, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir heilen uns mal. Blobby! Super. Ach, Blobby, du bist mein Mann. Und wir killen den Adler. Jetzt schauen wir mal, ob wir damit eine 4-Sterne-Bewertung hinkriegen. Komm. Ja! Nice. Fehlt noch einer. Wahrscheinlich liegt es jetzt an den Zügen, oder? Zwei Züge wären besser als drei, nehme ich mal an. Und wir bekommen ein Vaero-Ei. Und einen kleinen Trank. Was kann der halt? Das Ziel um 4x150. Wow, 450 ist aber. Ach, guck mal, Blobby hat jetzt auch einen Skillpunkt. Na, hervorragend. So, aber wir haben jetzt ein Ei bekommen. Warte mal, da können wir doch im Inventar ein Vaero ausbrütteln. Habe ich schon gesagt, dass ich nie Pokémon gespielt habe? Ja, ich weiß. Aber das erinnert mich so ein bisschen daran. Vaero, finde ich, können wir so lassen, oder? Vogel, Adler, Vaero. Wir machen Vaero draus. Ja, wir nennen die Vaero immer ein bisschen anders. Schon schön. Vaero. Vaero spricht sich auch besser aus als Vaero. Vaero. Der Vaero. Klingt ein bisschen spanisch, ne? So. Was, der kriegt auch gleich einen Skillpunkt? Ja gut, dann vergeben wir doch einmal dem Blobby hier was. Was hat denn der so? Debuff-Info. Verringert die Verteidigung und andere Quellen der Schadensverringerung um 25% Säureregen. Ui. Fügt Rüstungsdurchbruch zu. Das haben wir ja gerade gelesen. Das ist ein arkaner Blitz. Den könnten wir stärker machen. Was haben wir hier noch? Die Blasenexplosion. Wasser. Wäre natürlich auch nicht so schlecht. Was haben wir hier noch? Heilen. Achso, das hatten wir schon. Halt das Ziel nochmal. Heilungsaktionen lösen eine zusätzliche Heilung des Monsters mit der niedrigsten Gesundheit in Höhe von 30% aus. Das ist krass. Das ist ein Passiver, ne? Was haben wir hier noch? Schleimschuss. Magischer Schaden Erde. Fügt Gift-Debuff hinzu. Das Monster erleidet zu Beginn des Zuges Schaden abhängig von der eigenen maximalen Gesundheit. Oh, krass. Das ist auch cool. Also das hier, ja, Wasser 4x40 oder hier 4x35, aber hat noch Gift. Und das hier durchbricht. Okay, ich gebe den Sorgenring. Ja. So. Und Vaero. Was macht er denn bis jetzt überhaupt? Verleiht dem gesamten Team Macht. Das war es dann auch schon. Verleiht dem gesamten Team Macht, verleiht einem zufälligen Monster Zauberei. Magische Skills verursachen 20% mehr Schaden. Verleiht dem gesamten Team Helfer.
Jeder Angriff löst einen zusätzlichen Treffer mit 40 Schaden aus. Auch krass. Ach, der kann auch hier diesen Federsturm machen. Den kann ja Phoenix auch schon. Und die Luftsichel. Wind. Das scheint so ein bisschen so ein Supporter zu sein. Ich würde sagen, dann lass uns den doch auch in den Supporter ein bisschen skillen. Was kann der denn hier? Verbessert die Angriffswertung um 1. Physische Skills verursachen 20% mehr Schaden. Vielleicht im ganzen Team macht Buff zu unserer Zauberei. Was meinst du nochmal, Zauberei? Ja, aber dann wollen wir erstmal auf Schaden gehen. Vielleicht sollte der doch erstmal ein bisschen Schaden machen. Physischen Schaden, was machst du hier noch? Wind. Sieht halt aus wie physischen Schaden, ist aber nicht. Dann nehmen wir mal den Prügel. Achso, schon gelernt, sorry. Ja, nehmen wir mal den Prügel, Punkt 2. Also bei dem weiß ich jetzt noch nicht so ganz genau. Das ist noch nicht ganz so. Team. Ist das die Reihenfolge, in der wir angreifen? Müsste Valero dann nicht nach vorne? So vielleicht? Ja, wir gucken mal. Das weiß ich jetzt gerade nicht so richtig. Uiuiui, eine Brücke. Ach, die ist aber schön. Der Mensch gedieh im Laufe der Generationen, gründete Städte und Nationen, verband sie mit Erde und Rad und später mit Dampf und Stahl. Ja, das ist jetzt nur mäßig schön gereimt. Oh, was ist das denn da oben? Hallo? Können wir dich angreifen? Ey, hallo? Hm, schade, ist nicht mehr da. Armreif, Verteidigung 10, Mana Regeneration 12. Heieiei, kommen wir da hoch irgendwie? Ne, der ist jetzt auch weg. Ist das hier noch ein Geheimgang? Ah, da ist noch eine Truhe. Oh. Jetzt haben wir hier einen Handschuh. Verteidigung 12, Crit-Chance plus 5. Okay, vielleicht haben wir noch mehr Truhen. Benutzen ist das hier. Rechts Festung der Hüter, links Hüterweg. Und unten? Truhe. Ah, tatsächlich. 2x Kupfer erhalten, Herstellungsmaterial. Oh, da kommen wir. Oh, so noch nicht hin. Aber da geht's weiter, ihr seht das. Hier geht's auf jeden Fall weiter. Ja, links oder rechts? Das ist eine gute Frage jetzt, ne? Ich habe mich wohl für links entschieden. Hier sind noch 3 Vaeros oder 2 Vaeros. Oder haben wir noch was anderes als nur Vaeros? Ne, nur Vaeros. Gucken wir einfach mal, überspringen wir die einfach mal und gucken mal, wo es hier lang geht. Aha. Der Mensch wusste um die, die warteten in den Wäldern und Höhlen weit fort und doch begehrte er die Schätze dort, denn die Gier der Könige war groß. Komm schon, das muss doch gehen. Ich muss doch hier rumkommen. Echt jetzt? Okay, an manche Stellen kommen wir einfach noch nicht dran. Ich weiß nicht, der Adler ist nicht schon stark genug, glaube ich. Oder ich bin zu fett. Kann auch sein. Also gut, das müssen wir uns auf jeden Fall merken. Auch hier ist mal so eine Raupe. Die nehmen wir jetzt mal mit. Und Rocky haben wir auch noch nicht. Ja, das sieht gut aus. Also wir haben eine Schwäche für Wasser, eine für Feuer und nochmal eine für Wasser. Das sollten wir noch hinkriegen. So, Macht. Vielleicht im gesamten Team. Macht. Damit fangen wir mal an. Oder? Ich weiß es gerade nicht. Ne, wir fangen mal mit dem... Was war da nochmal? Macht. Ich weiß es nicht mehr. Dann machen wir das mal. Komm, wir machen das mal. Macht. Buff-Info. Physische Skills verursachen 20% mehr Schaden. Das ist bedauerlich. Okay, das müssen wir uns mal merken. Denn wir haben. Ah, wir haben ja noch einen Säureregen oder sowas. Ja. Oder den Arkanenblitz. Nö, machen wir das mal direkt hier auf die Magma-Raupe Nummer 1. Ich glaube, die ist Level 2. Oh, wow. Krasser Schüssel. Und die braucht auf jeden Fall den Blitzschlag. Oder wir nehmen den Federsturm. Wir nehmen den Federsturm, weil der nämlich 20 Mana spart.
Und das Ergebnis ist das gleiche. Bye bye. So, jetzt die Magma Rauke dran. Die gibt uns ein Schild und... Okay, Freunde. Sind wir noch gemächtelt? Ja, wir sind noch. Wir machen nochmal physischen Schaden. Und zwar auf Schwäche für Wasser, aber neutral ist neutral. Das heißt, machen wir den hier weg. Okay, Valero ist überhaupt nicht stark. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir könnten nochmal einen Säureregen raushauen. Ja, machen wir das. Müsste ja die Rüstung da irgendwie. Ja, genau, Rüstungsbruch. Und dann setzen wir wieder den ein, weil der wieder mehr Geld spart. Also Mana in dem Fall. So, bei drei Gegnern, das muss aber. Weiß ich, die Kombi ist noch nicht so richtig cool, glaube ich. Prügel macht. Na, wir machen Prügel, wir haben nichts anderes. Vielleicht bräuchte der noch eine Heilfähigkeit. Vielleicht sollten wir uns tatsächlich heilen, weil. Oder? Ne, komm, wir machen den weg. Wir versuchen ihn wegzumachen. Der ist auf jeden Fall anfällig dafür. Gut, weggekommen. Ja, haben wir halt Schaden bekommen. Da müssen wir mal gucken. Wir hätten uns vielleicht nochmal vor die Klamotten anziehen sollen. Freunde, da dachte ich, sehe schon. Ja, geil. Vier trotzdem richtig gut. Und ein Rockei. Kleines Gegengift. Sehr gut. Erfahrung. Komm. Mehr. Schade. Naja, ich bin ein bisschen greedy geworden gerade und ich glaube, das bedeutet, wir werden ein bisschen früher aufhören heute und auf jeden Fall das Ei ausbrüten und noch eine zweite und eine dritte Folge machen. Angestellt und vorgespielt. Rocky ausgebrütet. Rocky kann eigentlich Rocky bleiben. Ja, aber wir ändern den Namen nur ein bisschen zu Rocky. Fertig. Rocky als Namen wählen. Los geht's. So. Und Rocky hat auch schon einen Skillpunkt, den vergeben wir jetzt noch. Und dann soll es das gewesen sein für heute. Oh, das ist ein bisschen ein Cliffhanger. Normalerweise mache ich ja so 45 Minuten so angestellt und vorgespielt. Aber ich finde, bei so einem coolen Spiel, da mache ich einfach noch eine zweite Folge, oder? Was haltet ihr denn davon? So, Schlagkombo. 3x65, physischer Schaden neutral. Okay. Und das hier sind die Angriffswerte und die. So, was haben wir hier? Blattschnitzer. 3x50% physischer Schaden, Erde. Ausweichen nicht möglich. Ach, das ist ja schön. Das könnten wir sogar noch auf 4x50 erhöhen. Das finde ich gut. Und was haben wir hier? Verteidigungstreffer. Jeder Angriff löst einen zusätzlichen Treffer in Höhe von 50% des Verteidigungswertes aus. Also wenn der angegriffen wird quasi. Verbesserte Mana-Regeneration plus 20% Mana-Regeneration. Nice. Und hier, naja. Was haben wir hier? Spore. Was haben wir denn da? Schwäche. Monster verursachen 20% weniger Schaden. Oh, cool. 3x55 magischer Schaden. Erde fügt Schwäche Debuff hinzu. Das finde ich richtig nice. Oder hier wiederherstellen. Heilt das Ziel um 4x50 und entfernt einen Debuff. Wir nehmen hier mal die Spore. Okay. Aber jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir nicht alle so im Team haben können. Das sieht dann ein bisschen böse aus für Blobby, glaube ich. Blobby ist nicht ganz so stark. Nun gut, wir machen dann natürlich erstmal Schluss für heute. Oder auch nicht. Gucken wir uns auch ganz kurz die Accessoires an. Hier. Verteidigung. Crit-Chance, schon nicht schlecht. 10. Schadensverringerung. Ja, ich glaube, das nehme ich den Handschuh, der ist gut. Und das Fell. Kriegt man den Handschuh. Ja. Und Blobby. Gut, wir geben Blobby noch ein paar Chancen, würde ich sagen. Okay. Also. Schadens. Mana-Regeneration. Das ist vielleicht auch nicht so schlecht. So. Und dann kriegt Valero als letztes sozusagen das Fell. Ja. Das sieht erstmal gut aus. Guti, Damen und Herren. Ne? Vielen Dank fürs Zusehen. Ich weiß, ihr freut euch schon auf die nächste Folge. Ich auch. Definitiv. Und in diesem Fall sage ich also dann vielen Dank fürs Zusehen. Und, oh, das sind noch Kisten. Moment. Kristallkugel, Mana-Regeneration. What? Plus 12 und 40 Angriffswaffe. Oh, yo.
den Morgenstern. Das gleich in die andere Richtung. Krass. Also, wie gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Tschüss.